Servus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu Mein Weg. Wir sind heute in München im Café Regenbogen und neben mir sitzt die Patricia. Du warst aber nicht immer Patricia. Wie ist denn deine Geschichte? Als wer bist du geboren? Ich muss vorwegnehmen, dass ich mich dazu entschlossen habe, wirklich privat darüber zu reden. Ja, viele Transmenschen tun das nicht. Ich bin trans, das heißt eine Person, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifiziert. Ich bin als Patrick geboren und ich habe ziemlich lange damit gekämpft, habe mich aber nicht getraut, das einfach von mir zu geben. Und im Jahre 2010 habe ich mich dann doch getraut, mich zu outen. Und dann ist einfach mein Weg in das andere Geschlecht so richtig durchgeschlagen. Also dann konnte ich mich wirklich befreien von den Altlasten, sage ich mal. Aber es war halt totaler Wahnsinn, weil ich habe halt 38 Jahre gewartet. Und es war sehr schwer. Ich hatte totale Angst, dass ich meine Frau verliere, dass dann nicht passiert. Und so ist das einfach. Und heute mache ich alles um dieses Thema herum, kümmere mich um Menschen, habe eine Selbsthilfegruppe, arbeite in einem Krankenhaus mit einem, eigentlich nennt sich das Transgender-Zentrum. Das ist halt praktisch in diesem Krankenhaus angegliedert und wir operieren jeden Tag Transmenschen und ich bin halt für alles da, was es gibt. Okay, jetzt hast du ein paar Bilder mitgebracht. Ja. Wenn wir das Ganze mal von vorne aufrollen, wie war das für dich als Kind? Wann hast du angefangen zu spüren, dass du dich nicht mit dem Geschlecht identifizierst, mit dem du geboren bist? Also tatsächlich habe ich zu Kindergartenzeiten schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Nicht, dass ich die Möglichkeit gehabt hätte zu sagen, ich bin trans, um Gottes Willen. Ich habe einfach nur gespürt, dass ich irgendwie nicht genau wusste, zu welcher Seite ich eigentlich gehöre. Habe mich dann manchmal auch einfach zurückgezogen und habe dann für mich gespielt und habe einfach gar nichts gesagt. In der Grundschule wurde es dann ein bisschen problematischer, weil ich gemerkt habe, wir müssen so getrennten Sport machen und so weiter. Habe das einfach nicht verstanden, warum das sein musste und habe mich nie wohlgefühlt. Und dann ging das immer weiter und weiter und weiter in der Schule, auch in der höheren Schule. Ich hatte halt immer ein bisschen Probleme damit, mich wirklich, naja, wie soll ich das sagen? Also, um nochmal zurückzukommen auf den Sport, ich habe mich nicht richtig getraut, mich umzuziehen. Ich wollte immer als Erster oder als Letzter in der Kabine sein. Ich hätte mich niemals duschen können mit den anderen Leuten zusammen. Ich habe vieles von dem Schwimmunterricht einfach geschwänzt. Und da sieht man schon, wie schwierig das ist, weil das bringt natürlich dann schlechte Noten etc. etc. Genau. Du hast aber dann trotzdem weitergemacht, bist ja sogar zur Bundeswehr mitgegangen. Ja, genau. Ich habe hier Bilder von der Bundeswehr. Und ich habe halt wirklich gedacht, wenn ich zur Bundeswehr gehe, dann ist das so typisch männlich, dann geht das weg. Ich habe wirklich gedacht, ich könnte das alles unter den Tisch fallen lassen. Ich habe also nicht zu den Leuten gehört, die sofort gesagt haben, hey, super, wir haben die Möglichkeiten, uns operieren zu lassen oder sonst was. Habe das auch ehrlich gesagt gar nicht so gewusst. Ja? Weil das ist ja auch schon einige Zeit her. Ich meine, das war 1992. Und ich bin halt zur Bundeswehr gegangen. Das Problem blieb das gleiche. Ich konnte mich halt weiterhin nicht mit den Leuten zusammen duschen. Und da waren es dann auf einmal, man sieht das hier, wie viele das sind, mit denen man sich nicht gleichzeitig duschen konnte. Es war wirklich schwer. Ich hatte allerdings den Vorteil, dass ich in einem Sanitätsbataillon war und konnte dann nach einem Vierteljahr direkt beim Arzt arbeiten und sehr viel lernen für das, was ich dann später gemacht habe. Okay, wie ging es dann weiter? Hast du während der Zeit deine zukünftige Frau schon gekannt? Ja, ich habe meine Frau kennengelernt, 1990. So richtig kitschig in der Tanzschule, sage ich mal, weil meine Frau war auf der gleichen Schule wie ich. Ich war nur eine Stufe höher. Wir waren auf dem Gymnasium und es hat halt einfach gepasst. Und ich muss auch sagen, das war auch so eine Sache, wo ich mir eigentlich gewünscht habe, dass wenn ich diese Normalität in Anführungsstrichen lebe, dass ich dieses Gefühl, dass was nicht stimmt, verwächst. Hat es aber leider nicht. Und ich habe 20 Jahre gewartet. Also wenn man mal schaut, also wie gesagt, 2010 habe ich mich geoutet. Das ist von 1990 20 Jahre. Das ist 20 Jahre hatte meine Frau mich in der alten Rolle. Das ist wahnsinnig lange. Das ist lange, richtig lange. Und es wurde ein bisschen schwer, als wir 2000 nach München gezogen sind. Dann waren wir nämlich erstmal alleine hier. Ich war natürlich dementsprechend abhängig von meiner Frau, weil ich habe ja erstmal nur als Assistenzzahnärztin gearbeitet. Und dann habe ich 2003 eine Praxis gegründet. Und dann hat man natürlich nicht so wirklich viel Geld. Und da war ich wirklich abhängig. Und ich habe halt gedacht, wenn ich jetzt irgendwie mich oute und das funktioniert nicht, dann bricht für mich eine Welt zusammen. Dann wäre ich nämlich einfach ziemlich pleite gewesen.
Das ist wirklich einfach so ein Fakt. Habe ich wirklich drüber nachgedacht, was ist, wenn ich dann auf der Straße stehe? Und muss ich zugeben, ja. Wie hat sich das dann entwickelt? Hast du über die Jahre hinweg immer mehr Mut gesammelt, bis du schließlich den Entschluss gefasst hast, dass du dich gegenüber deiner Frau outen möchtest? Ich weiß nicht, ob man es als Mut betrachten kann. Es war einfach dieses innere Gefühl, was immer stärker und stärker wurde. Und ein bisschen getriggert wurde das dann, ich glaube 2006 war das, da habe ich einen Kurs für für Hypnotherapie gemacht. Und weil ich der Meinung war, ich könnte Hypnose in meine Praxis einführen. Und wir haben da eine Hypnose mitgemacht, in der wir selbst dann gesagt bekommen haben, wir sollten einfach alle Mauern um uns herum fallen lassen und so leben, wie wir wollen. Und ich habe wirklich den Eindruck gehabt, so 2-3 Wochen danach fing das so richtig an zu brodeln in mir. Und ich habe wirklich überlegt, wie kann ich das machen? Das war 2006, es ist ja noch relativ lange dann gut gegangen. Es wurde aber immer schwerer, weil man muss sich das vorstellen, ich hatte meine Praxis, die Praxis war auch nicht ganz so günstig und ich hatte wirklich Angst, so, wenn ich mich outen sollte, ich würde alles verlieren. Die Patienten würden das nicht mitmachen und dann habe ich einfach gesagt, ich warte. Tatsächlich habe ich das geschafft und solange es mir gut ging, irgendwie gut ging, konnte ich das auch sehr gut zurückdrängen. Aber der Stress in der Praxis und viele andere Sachen haben es dann einfach eng werden lassen in meinem Kopf. Und dann fing das irgendwann an, auf den Rücken zu gehen. Psychosomatisch sage ich heute einfach mal, dann konnte ich einfach nicht mehr arbeiten. Und dann habe ich wirklich meine Praxis 2012 verkauft. Schweren Herzens. Ja, wie hast du dich dann gegenüber deiner Frau geoutet? Gegenüber meiner Frau habe ich mich geoutet mit einer E-Mail. Ich habe gewartet bis kurz vor Weihnachten, weil ich der Meinung war, zu Weihnachten sind die Leute alle etwas netter. Habe morgens in der Praxis eine E-Mail geschrieben, habe meiner Helferin, eine ganz liebe Dame, die auch meine Trauzeugin war, gesagt, sie sollte bitte, weil sie wusste das 2-3 Monate vorher, glaube ich schon, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, und sie sollte dann einfach meine Frau anrufen, die soll sich auf den Stuhl setzen. Sie sollte diese E-Mail dann geschickt bekommen und in dieser E-Mail stand halt komplett das Coming-out und auch ein Hilferuf. Ich hatte gehofft, dass das funktioniert. Es hat auch funktioniert. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich hatte die Hoffnung. Aber das Lustige an der Sache war, ich hatte extra drunter geschrieben, sie sollte 24 Stunden warten. Weil man kennt das so mit, wenn man Stress hat oder so und sich ärgert, dann wartet man 24 Stunden besser, dann flacht das ein bisschen ab. Und sie hat nicht 24 Stunden gewartet, sie hat sofort angerufen und hat gemeint, wenn du uns auseinanderbringen willst, dann musst du dir freilich mehr ausdenken. Und das war einfach so ein so großer Stein, der mir von Herzen gefallen ist. Ja, klar. Und das haben auch nicht alle. Also ich kenne das ja aus der Selbsthilfe, dass sehr, sehr viele Beziehungen einfach zerbrechen, weil die nicht stabil genug sind. War das dann vielleicht auch deswegen ein Grund, dass du das Ganze über eine E-Mail gelöst hast und dir nicht persönlich gesagt hast? Ich hätte mich nie getraut, weil ich weiß nicht, was ich mir eingebildet habe, was anders ist bei der E-Mail. Vielleicht ist es persönlich viel besser, aber ich hatte wirklich die Angst, es persönlich zu sagen, tatsächlich. Ich hätte es nicht gekonnt. Weil es ist ja so, viele bezeichnen das als Lüge einem Partner gegenüber, weil ich habe ihr ja 20 Jahre nicht Bescheid gesagt, was ich so fühle. Ich würde aber so weit gehen zu sagen, es ist keine Lüge dem Partner oder der Partnerin gegenüber, sondern es ist eine Lüge, die man für sich aufbaut. Ja, man baut diese Lüge für sich aus und lebt in dieser Lüge. Aber nicht den anderen gegenüber, sondern nur sich gegenüber. Und darunter leidet man einfach. Wie hat denn dann deine Behandlung angefangen? Also 2010 hast du dich geoutet. Ab wann bist du dann aktiv den Schritt gegangen, dass du dich jetzt ja vom Mann zur Frau entwickelst? Ja. Also ich weiß es noch, also ziemlich genau war es Ende März, Anfang April. Da habe ich wirklich den Entschluss gefasst, oder ich habe den Entschluss nicht gefasst, ich war ziemlich am Boden. Ich habe gezittert, ich habe eigentlich nur noch als Alternative gesehen, dass ich nicht mehr leben wollte. Und habe mir dann halt eine Telefonnummer rausgesucht von einer Ärztin, wo ich wusste, dass sie dafür fähig ist. Weil man muss halt schauen, im Bereich der Psychotherapeuten muss man halt auch die Befähigung haben, das zu behandeln. Und dann habe ich zum Telefon gegriffen, habe gesagt, Sie behandeln das doch, ja. Und ich sage, wenn wir nicht schnell einen Termin ausmachen, ich weiß nicht, ob ich noch leben will.
ein, zwei Wochen später war ich in Behandlung. Und dann ging das einfach los. Und das ist dann in München so ein Selbstläufer. Ja? Weil wir haben einen Qualitätszirkel Trans in München und da sind ganz viele Behandler von unterschiedlichen Disziplinen drin. Und man wird zum richtigen Zeitpunkt einfach weitergereicht. Ja? Also für die einzelnen Sachen, da gibt es dann eigentlich fast nichts, wo man noch selber Gedanken drüber verschwenden muss. Was waren dann die ersten Schritte der Behandlung? Die ersten Schritte der Behandlung sind halt tatsächlich, dass man in Psychotherapie gehen muss. Das ist von Gesetzesseite so vorgesehen, ja. Weil man braucht, um den Personenstand ändern zu lassen, das heißt von männlich in weiblich oder umgekehrt, braucht man zwei Gutachten von unabhängigen Psychiatern bzw. Psychotherapeuten. Das ist vorgeschrieben. Und so fängt das dann halt auch an, dass man zum Psychiater geht. Und dieser Psychiater redet mit einem über sehr, sehr viel, unter anderem, ob man sich vorstellen kann, doch noch in anderer Form zu leben oder, naja, halt, wie das geht, so mit familiär und so. Und ja, irgendwann ist man dann halt an dem Punkt, dass der Psychiater sagt, so, jetzt gebe ich dir eine Überweisung oder halt eine Indikation für den Endokrinologen, sprich für den Hormonarzt. Ja, und dann geht man dahin. Und dieser Mensch bestimmt dann erstmal so grundlegende Werte, der muss in den meisten Fällen die Chromosomen checken, ob man halt tatsächlich das Geschlecht hat, was man eigentlich jetzt zugeordnet bekommen hat, weil das ist für die Behandlung relativ wichtig. Ja, und dann geht es so weiter. Das ist mir in der Hormonbehandlung ist übrigens ziemlich cool, weil man durch die Hormone echt merkt, dass sich was verändert, weil das Denken unter den gegengeschlechtlichen Hormonen verändert sich wirklich. Also es ist wirklich anders. Hast du das dann gleich gemerkt am Anfang von der Behandlung, dass dir auch psychisch besser geht? Ja, also tatsächlich, weil man merkt ja, jetzt passiert was. Das heißt, jetzt kann sich der Körper endlich auf das einstellen, was eben eigentlich von vornherein gefehlt hat. Und das ist wirklich schön. Ich muss allerdings sagen, sehr, sehr viele Leute beschreiben eine Form von Depressionen und sagen immer, ja, das liegt jetzt an den Medikamenten. Ich für mich denke, dass es daran liegt, dass diese Vielfalt an Gedanken, die dazukommt, eher der Grund ist für Depressionen, weil das männliche Denken scheint so, also ich habe da auch mit sehr vielen Transmenschen drüber gesprochen, das männliche Denken scheint so zielgerichtet zu sein. Das heißt, ich stelle mir eine Frage und es gibt Ja und Nein als Antwort. Ja? Und bei Frauen ist es eher so, ja, ich denke über die Konsequenz hier nach, über jene und es dauert halt viel länger. Und das ist natürlich für ein Gehirn, was männlich sozialisiert ist, extrem schwer, wenn man dann auf einmal solche Gedanken hat und auch Gefühle. Ja? Man fängt auf einmal an zu weinen bei einem Film und sowas, das kennt man einfach gar nicht. Das ist ziemlich toll. Ja. Genau. Und körperlich, wann hast du da dann angefangen, dich zu verändern? Ja, das sind ja Sachen, die nicht so schnell passieren. Ja, also gerade wenn man älter ist, und ich war ja nun schon etwas älter und meine Behandlung, ist ja jetzt nicht wahnwitzig viel passiert. Ja, manche Leute denken, hey, super, man nimmt ein paar Hormone und dann passiert was. Tatsächlich ist es so, dass wir so Hormonblocker einnehmen können, also für das Testosteron, für das männliche Hormon. Und darunter merkt man halt einfach, dass man irgendwann seine Triebe verliert. Das Mittel wurde ursprünglich gemacht, auch so für die Dämpfung von Trieben bei Triebtätern und so. Und es wirkt ziemlich gut, ja, es funktioniert einfach irgendwann nicht mehr viel. Und ja, das ist eigentlich super gut, weil man dann keine Angst mehr haben muss, dass irgendwas passiert, was man eben nicht möchte, dass es passiert. Ja. Du hast ja auch einige OPs hinter dir. Ja. Wie war denn dort so der Verlauf? Ja, also ich habe das Glück gehabt, dass ich halt sehr, sehr schnell dran gekommen bin. Ich hatte meine Papiere zusammen. Ich bin zu dem Chirurgen gegangen, der das machen sollte. Und ich habe einen Termin bekommen. Und dieser Termin hätte über 3 Jahre später sein sollen. War mir egal. Ich habe einfach gewartet. Ja. Oder hätte gewartet. Aber das Lustige ist, ich habe halt meine Papiere reingereicht. Und das war an einem Dienstag. Und habe gesagt, Leute, ihr wisst, ich bin in München. Ich kann immer. Ja. Mittwochs um 10:45 klingelte das Telefon. Und man hat gesagt, Sie haben doch gestern gesagt, Sie könnten immer, oder? Wenn Sie in 1,5 Stunden in der Klinik sind, werden Sie morgen operiert. Ich war 1,5 Stunden später in Wahnsinn. Der Klinik. Das war schmerzhaft, ja, das war die erste große Operation. Die dauert so heute so, ich sag mal so zwischen 4 und 5 Stunden. Ja. Und danach sind die Schmerzen halt schon ziemlich da und man ist 2 Wochen im Krankenhaus. Aber man weiß halt, wofür man es tut. Ja. Ja, also ich war glücklich, danach war die Welt auch in Ordnung. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass noch ein paar Operationen kommen sollten. Für gewöhnlich plant man immer bei dieser Operation noch eine Korrekturoperation ein, in der man irgendwelche Sachen, die einfach bei der Erstoperation nicht machbar sind, nochmal ändern kann. Aber es kamen halt noch andere Sachen dazu, Schmerzsymptomatiken,
Ich habe mich auch 2018 noch entschieden, einen Brustaufbau machen zu lassen, weil die Hormone halt einfach überhaupt nicht mehr so richtig funktioniert haben bei mir. Und heute würde ich es nicht mehr machen, weil hat wieder zu Schmerzen geführt. Ich habe tatsächlich 20 Monate Schmerzen gehabt in der Brust. Man weiß es nicht vorher. Am Ende des Tages habe ich gehabt die Hauptoperation, also die erste große Operation, 5 Korrekturen dieser Operation und den Brustaufbau. Also insgesamt sind 7 Operationen gewesen. Bist du dann jetzt zufrieden so mit dir oder hast du vor, dass du noch mehr machst? Operationstechnisch auf keinen Fall. Nein. Ich sag mir tatsächlich, das muss jetzt einfach die Gesellschaft lernen, damit umzugehen. Ja, das heißt, ich passe mich jetzt nicht noch mehr mit noch mehr Schmerzen an und noch mehr Geld. Nichtsdestotrotz muss ich gestehen, ich hasse mein Spiegelbild. Ja? Ja, also tatsächlich, ich schaue in den Spiegel und sehe das Alte. Ich sehe immer nur das Alte, ich sehe immer nur die Fehler. Ich kann nicht verstehen, warum die Leute meinen, es ist ja alles in Ordnung. Ja, es passt ja alles. Ich kann es nicht verstehen, tatsächlich. Bei mir ist das einfach so eingebrannt, dass ich immer nur das Alte sehe und ich da wirklich dann so still vor mich hin leide. Weil ich hätte es gerne anders, aber wie gesagt, ich bin nicht bereit, mein Äußeres noch weiter anzupassen. Ja, klar. Denkst du, dass sich das noch irgendwann ändert, dass du mit deinem Spiegelbild mehr klar bist? Keine Ahnung. Ich habe die Hoffnung, aber es ist halt jetzt schon einige Zeit her, auch seit der Operation und so. Und man sagt mir halt oft, dass ja keine Probleme bestehen. Und ich habe ja auch keine Schwierigkeiten. Ich habe ja so Erfahrungen wie, wenn ich ein Antibiotikum kaufe oder ein Antibiotikum hole in der Apotheke, dass man mich fragt, ob ich die Pille nehme. Ja, einfach nur, weil man halt sicher sein muss, dass man das weiß, dass die Pille halt nicht richtig funktioniert, wenn man Antibiotikum nimmt. Ja, da könnte man sich jetzt drüber freuen, weil das ist ja super positiv, aber kann ich gar nicht. Es scheint also alles gestimmt zu haben, aber in meinem Kopf stimmt das irgendwie trotzdem noch nicht. Das war's fürs Erste. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Ja, selber in der Klinik aktiv. Was genau ist da deine Aufgabe? Also ich assistiere bei den Transoperationen jeglicher Art den Chirurgen. Das heißt, ich bin direkt am Operationstisch. Natürlich mache ich auch andere Arbeiten, aber grundsätzlich ist meine Arbeit da am Operationstisch. Und ich bin auf Station, falls einer der Patienten oder Patientinnen Hilfe braucht, einfach mal reden möchte und so, bin ich für die auch da. Ja, also das funktioniert sehr, sehr gut, weil ich natürlich sehr gut informiert bin und dieses Wissen halt auch wieder in meine Arbeit in der Selbsthilfegruppe mitnehmen kann. Das ist ziemlich cool. Jetzt hast du die Selbsthilfegruppe gerade schon angesprochen. Die findet ja immer hier statt, im Café Regenbogen, wo hinter uns fleißig schon vorbereitet wird. Wie läuft es denn immer ab bei euch in der Selbsthilfegruppe? Also es ist so, dass wir hier eine Etage oder 2 Etagen drüber unseren Gruppenraum haben und eine Stunde lang über aktuelle Themen reden, wenn was Neues rauskommt, was die Leute wissen könnten zu der Behandlung etc. Oder einfach miteinander reden wollen, was so Schlechtes oder Gutes passiert ist in der Vergangenheit. Ich sage den Leuten immer, so jetzt lass uns mal überlegen, was im vergangenen Monat seit dem letzten Treffen passiert ist und lasst uns drüber reden. Und danach gehen wir dann hier runter und machen wie so eine Art Stammtisch weiter, weil es halt total gemütlich ist, wenn die Leute sich in Gruppen zusammenschließen können und ich auch weiß, dass wir dem Kaffee Regenbogen ein bisschen was Gutes tun, weil das ist halt eine Sache, die über die AIDS-Hilfe gemacht ist und sehr, sehr viel Ehrenamtliche passiert und ich freue mich immer, denen auch helfen zu können. Was sind denn so Tipps, die du jetzt vielleicht anderen, die noch am Anfang stehen, auf dem Weg mitgeben möchtest? Man darf nicht immer alles ins Negative für sich ziehen, weil man neigt halt dazu, das, was man selbst über sich denkt, also sprich das, was ich selbst in meinem Spiegelbild sehe, auch auf andere zu übertragen. Ich gehe halt davon aus, alle anderen sehen das. Aber am Ende des Tages interessieren sich andere Menschen überhaupt nicht für einen. Und natürlich gibt es Probleme, die man diskutieren kann. Wie bekomme ich das in der Arbeitswelt durch? Wie erkläre ich das meinem Chef? Aber nichtsdestotrotz sind es wirklich immer die gleichen Tipps, dass man immer sagt, okay, locker bleiben. Immer verstehen, dass die anderen Menschen mit diesem Thema mitunter überhaupt keine Berührung bis jetzt hatten. Und nicht gleich böse sein.
Ich hatte am Anfang gesagt, ich habe keine Schwierigkeit damit, meinen alten Namen zu nennen. Für viele Transmenschen ist das ein Horror, den alten Namen zu hören. Da muss man halt drüber Bescheid wissen, dass andere Menschen das vielleicht nicht wissen. Und wenn die jetzt auf einmal herkommen und einen beim alten Namen nennen, muss man denen halt schon erklären, warum man das nicht möchte. Wenn man gleich böse wird, ist gleich die Mauer da. Das heißt, einfach versuchen, ein bisschen Mitgefühl auch für die anderen zu haben, die das halt nicht verstehen. Klar, irgendwann muss natürlich von der anderen Seite auch ein Zeichen kommen, dass sie mitziehen. Und wenn das dann nicht geht, dann kann man sich aufregen. Aber ansonsten, ich bin der Meinung, viele aus dem Transbereich sehen die Welt als viel zu feindlich an und sprechen immer nur von Transphobie und so. Ja, gibt's. Aber gibt es jeder Minderheit gegenüber. Und man muss sich einfach meiner Meinung nach erklären. Und das tue ich. Das tue ich auf allen Ebenen, die ich kann. Und auch immer, dass es auch was Positives hat, ja, dass wir auch was Positives bringen können für die Gesellschaft, weil Transmenschen haben halt einen riesen Vorteil, sie können halt in beide Geschlechterseiten reinschauen und sie haben im Prinzip die Verbindung zwischen diesen Geschlechtern, diese Gefühle, die dazwischen stehen, und das ist meiner Meinung nach extrem viel wert, um die Geschlechter im Prinzip viel näher aneinander zu bringen, weil die Distanz ist ja vielleicht doch da in unserer Gesellschaft, immer noch da. Ist es dann auch ein Punkt, den du bei deinen Projekten an den Schulen ansprichst, also dass diese Distanz sich ein bisschen abbaut? Tatsächlich ist es mit der Distanz so eine Sache, weil die in vielen Schulen, die wir besuchen, und wir besuchen alle Schulen, also alle Schulformen, und ich gehe ja auch zu Universitäten und so, da ist das gar nicht mehr so ein wahnsinniges Thema. Ja, also wir hören sehr, sehr häufig lesbisch und schwul, da braucht man gar nicht mehr drüber zu reden, weil es ist ja voll normal. Ja. Trans ist halt interessant, weil da passiert was, da sieht man es den Leuten an und ich meine, jeder guckt irgendwie in Germany's Next Topmodel, ja, und dann sind immer welche Transmenschen dabei und dann redet man drüber. Aber tatsächlich braucht man gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit zu investieren, den Leuten klarzumachen, wie gehe ich mit den Menschen um. Die letzten Schulbesuche, die ich hatte, waren interessanterweise wirklich in den Weg, also in der Form, dass man in jeder Schule, in jeder Klasse gefragt hat, wie gehe ich denn mit den neuen Personalpronomen um? Das heißt, wirklich, die Schüler und Schülerinnen haben Angst davor, Leute falsch zu benennen. Ja, das kommt jetzt gerade. Man merkt das in unserer Sprache. Aber auch da sagen wir, redet miteinander. Nicht sagen, oh, ich habe Angst, ich kann mit dem nicht reden oder der nicht reden, weil ich weiß nicht, ob ich Fehler mache, sondern einfach aufeinander zugehen, reden, klären, wie möchte ich angesprochen werden, und dann ist gut. Und das mache ich den Menschen halt klar, dass man natürlich nicht Distanzen aufbaut, nur weil man Angst hat, einen falschen Namen oder irgendwas zu nennen. Ja, welche Erfahrungen hast du dann so gemacht? Wie sind die Reaktionen an den Schulen oder auch an den Universitäten? Die sind sehr, sehr positiv. Also ich spreche jetzt weniger von den Schulen. Also die Schulen, die geben auch immer ein Feedback ab und die sind eigentlich durchweg positiv. Es gibt mal selten einzelne Klassen, wo dann so ein paar Rowdies drin sind, die dann einfach ein bisschen gegenarbeiten. Aber ansonsten ist das wirklich positiv. An den Unis, ja, das sind halt alles Mediziner, zu denen ich gehe. Und die sind natürlich sehr, sehr interessiert und ich komme fast gar nicht weg. Ja, also ich hab inzwischen anderthalb Stunden angesetzt immer für einen Workshop und es dauert immer viel, viel länger. Und es ist wirklich interessant, dass es so interessant ist für die Menschen. Also ich sage immer, für mich ist es das normale Leben. Ich finde mich auch nicht besonders. Ja. Ich wundere mich immer, wenn jemand so wie ihr kommt und sagt, jetzt red mal darüber, weil es ist halt Alltag. Ja? Und für andere Leute ist es nicht Alltag. Das ist das Interessante für mich. Jetzt würde ich gerne noch auf das Thema Transident zu sprechen kommen. Was genau ist denn Transident? Transident ist ein Verein, der überregional tätig ist. Also wir sind im süddeutschen Raum. Wir haben, es ist immer so ein bisschen, mal werden es ein paar Gruppen mehr, ein paar Gruppen weniger. Derzeit müssten es so ein gutes Dutzend Selbsthilfegruppen sein im süddeutschen Raum, die halt so wie meine Gruppe dafür zuständig ist, Leuten zu helfen. Und wir machen halt auch Aufklärungsarbeit, wir machen auch per Telefon Aufklärung, wir helfen Lehrkräften, die anrufen, was kann man machen, etc., etc. Und ja, so ist das. Aber es ist alles ehrenamtlich. Also wir haben keine Hauptamtlichen, die dafür tätig sind, alle ehrenamtlich, genau. Und ich bin halt zweite Vorsitzende in dem Verein und ich leite die Münchner Gruppe. Okay, und das ist dann eben auch diese Selbsthilfegruppe, die hier stattfindet, gehört dann noch dazu, oder? Genau, also wir sind eine der Gruppen von eben diesen 12, 13 Gruppen, die es gibt. Und jede Gruppe macht für sich zwar so, aber wir fassen das Ganze eher unter dem ganzen Paket zusammen und wir helfen dann auch ein bisschen und tauschen uns aus.
Okay, dann würde ich dich abschließend noch fragen, was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft? Also jetzt im Hinblick auf Transmenschen, wie der Umgang in der Gesellschaft ist oder auch die Arbeit in deinem Verein. Hast du irgendwelche speziellen Wünsche? Ja, also mein einziger Wunsch ist halt, dass die Gesellschaft irgendwann mal Abstand davon nimmt, es als was Besonderes anzusehen. Weil Transmenschen wollen nichts Besonderes sein, sie sind auch nichts Besonderes, sie stellen keine Gefahr für den Rest der Gesellschaft dar, weil es gibt momentan so Bewegungen, die sagen, Männer lassen sich das andere Geschlecht eintragen, damit sie irgendwelche Schutzräume von Frauen betreten können, um sie anzugehen oder um in irgendwelche Quoten von Frauen reinzukommen. Das ist totaler Quatsch. Ja? Das würde kein Mensch machen. Und ich bin halt der Meinung, wir brauchen eine vernünftige Aufklärung und irgendwann muss dann gut sein. Ja? Die Menschen müssen das akzeptieren. Und fertig. Und woran wir arbeiten müssen, wir hatten gesprochen über dieses schwierige Verfahren, den Personenstand zu ändern. Ja. Leider ist jetzt vor kurzem das Selbstbestimmungsgesetz, was neu im Bundestag war, wieder abgeprallt. Das heißt, es war kein Interesse bei den da sitzenden Politikern da. Es hätte dieses Verfahren deutlich einfacher machen können. Ja, weil, mein Gott, einen Personenstand zu ändern, das schadet doch nicht wirklich. Sind wir mal ganz ehrlich, wem schade ich damit, wenn ich einen Personenstand ändere? Und muss ich dafür wirklich lange Zeit zu einem Psychiater gehen? Muss ich dazu wirklich zwischen 1.000, 2.000 Euro oder vielleicht sogar mehr bezahlen für die Gutachten? Das ist für viele Leute wirklich ein ganz schönes Stück Geld. Muss ich das wirklich oder könnte man das nicht einfacher machen? Das ist etwas, was man wirklich angehen muss. Und zuletzt solche Themen wie Schule, das wirklich in Schulen, das als Thema ganz normal gelehrt wird, dass es in den Schulbüchern mit drin ist, dass Lehrkräfte sich nicht total überfordert damit fühlen, dass es gar nicht mehr nötig ist, dass Leute wie wir kommen, sondern dass sie das auch selber hinbekommen. Und dann wäre ich eigentlich schon glücklich. Es gibt noch viele andere Themen, aber das sind so meine Hauptthemen, weshalb ich auch diese Arbeit mache. Alles klar, dann würde ich sagen, das war jetzt ein sehr gutes Schlusswort von dir. Ich danke dir für das Gespräch.